Okay, hallo. Oh Gott. Also einmal herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Wir erzählen heute über AirGapped, VM-Updates, skalierbar. Und einmal kurz, wir kommen von der NTS, Netzwerk Telekom Service AG, steirisches Unternehmen mit Sitz in Rabach, Rambach, Hauptsitz. Also ist ein Netzwerk Telekom bzw. Service Provider im Netzwerk, Security, Data Center Bereich mit einem großen Bereich auch an Defense Services. Der Hauptfokus der NTS liegt auf der Erbringung von quasi Dienstleistungen im Netzwerk, UC, also Unified Communication, Data Center Bereich. Und wir betreuen, betreiben und entwickeln IT-Lösungen für Unternehmen aller Größe, also auf der ganzen Welt. Rund um die Welt, ja. Über 1000 Kunden haben wir, 700 Mitarbeiter auf 22 Standorten. Ein paar Fakten auf der Slide zum Herzeigen. Dann ein paar Fakten über uns. Ich bin der Roland, mein Kollege der Fabian. Wir sind in der internen IT-Abteilung im Linux-Team. Wir betreuen die Linux-Infrastruktur intern für die NTS. Bei mir mit Schwerpunkt auf eben die Linux-Infrastruktur, Kubernetes, auch Observability unserer Systeme und ein Teil meiner Zeit verbringe ich auch mit Plattform-Engineering und dem Ermöglichen unserer Engineers für deren Erbringung der Services und Entwicklung ihrer Software und Plattformen. Mein Kollege der Fabian ist auch, so wie ich, verantwortlich für die Infrastruktur, hat auch einen Schwerpunkt auf Kubernetes und Automatisierung, viel mit Ansible und sehr viel auch Low-Level-Linux-Themen, was unsere Serverinfrastruktur betrifft. Dann fangen wir mal an, starten wir rein heute. Fangen wir mal an, was war das ursprüngliche Problem, vor dem die NTS gestanden ist, dass es quasi zu lösen galt? Grundsätzlich, es war damals notwendig, dass virtuelle Maschinen, VMs, auf Kunden-Hardware bzw. in Kunden-Rechenzentren betrieben wurden, ohne dass wirklich viel Zugriff auf den Hypervisor möglich war. Das heißt, diese virtuellen Maschinen sind an Kunden ausgeliefert worden, dort betrieben worden, aber es war schwierig, also eine Einheitlichkeit sicherzustellen, was dazu geführt hat, dass natürlich die virtuellen Maschinen bei Kunden am Stand der Software und der Systeme bzw. Applikationen, die dort gelaufen sind, divergiert sind, was natürlich ein Patchen und Update, also Up-to-Date halten, sehr schwierig macht. Des Weiteren war es auch notwendig, es war schwierig, End-of-Life-Systeme loszuwerden, sprich Kunden, die auf gewisse Bibliotheksversionen, Softwareversionen quasi verlangt haben. Da war es dann schwierig, dass diese ausgetauscht worden sind, wenn ein System End-of-Life war, dass die Updates eingespielt wurden, wenn ein Kunde längere Zeit nicht erreichbar war, was entsprechend schwierig, dass Patches und Sicherheitsupdates eingespielt werden konnten. Das Ganze war oder hat dazu geführt, dass es nur mit sehr hohem personellen Aufwand möglich war, den Betrieb am Laufen zu halten und diese Systeme auch irgendwie sicher zu halten und entsprechend mit Updates zu versorgen. Außerdem war es schwierig, wenn dann beim Update oder beim Upgrade was schiefgelaufen ist, dass ein Rollback gemacht wurde, weil halt dafür meistens ein Snapshot notwendig war und dann Zugriff auf den Hypervisor notwendig war, was auch wieder eine quasi Interaktion mit dem Kunden und der IT des Kunden erforderlich gemacht hat. Alles in allem quasi kein sonderlich skalierbarer Ansatz, um eine große Anzahl an VMs da remote in Rechenzentrum bei Kunden zu betreiben. Daraus ist dann das Projekt Caretaker entstanden. Das Projekt Caretaker ist quasi eine Initiative der NTS mit dem Ziel,
Kunden oder VMs bei Kunden einheitlich und skalierbar zu betreiben, ohne dass wirklich der Kunde in den Lifecycle dieser Systeme involviert ist. Sprich, man hat versucht, einen Weg zu finden, dass ein einheitliches VM-Image oder eine einheitliche VM bei allen Kunden läuft, die überall gleich ist, die auch einen sehr einfachen Update-Pfad bietet. Sprich, dass man End-of-Life-Systeme einheitlich updaten kann, dass es möglich ist, dass diese Systeme auch ohne Internetzugriff oder AirGap betrieben werden. Bei vielen Kunden war es notwendig, dass diese Virtual Maschinen nicht nach außen kommunizieren, oder es gab sehr strenge Firewall-Freischaltungen nur. Das waren alles Themen, mit denen man sich beschäftigt hat und versucht hat, dafür eine Lösung zu finden. Die Lösung, die daraus dann entstanden ist, ist quasi der Caretaker. Der Caretaker ist grundsätzlich ein ganzes Projekt, der aus mehreren Teilen besteht. Einen Teil werden wir heute mehr im Detail betrachten. Das wird vor allem das Operating System sein, das in dieser virtuellen Maschine läuft, und der Prozess, wie diese gebaut wird. Da wird dann mein Kollege der Fabian noch genauer darauf eingehen. Grundsätzlich ist die Idee oder das Ergebnis in diesem Projekt ein Automatismus, der vom initialen Bauen und Bereitstellen des Betriebssystems und der virtuellen Maschine für den Kunden auch die sichere Kommunikation mittels WireGuard und dem Update-Prozess umfasst. In dem Fall auf der Slide steht schon schön imagebasierte Upgrades. Das ist dann das Hauptthema heute, wenn mein Kollege mehr dazu erzählen wird, wo es darum geht, wie wir diese VMs einheitlich halten, indem wir nicht on demand die Patches ausrollen, sondern wirklich das ganze System austauschen. Ja, bitte. Okay. Gut. Unser Ansatz, den wir hier verfolgt haben, zur Einleitung, besteht jetzt aus zwei Teilen. Der eine Teil ist eben, wie wird die VM gebaut, die dann wirklich zum Schluss der Kunde bekommt. Und der andere Teil ist, was befindet sich in der VM? Ja, wir haben jetzt das Wort imagebasierte Updates gehört. Was heißt das? Prinzipiell ist es eine Verschachtelung. Das Betriebssystem ist nochmal in einem Image verschachtelt, um es einfach komplett austauschen zu können. Ja? Egal, ob das jetzt Ubuntu, Debian, Red Hat ist, solange das Betriebssystem gewisse Prozesse, auf die komme ich später noch zu sprechen, unterstützt, kann man es austauschen. Ja? Und wir fangen jetzt einmal mit dem Innenleben an, also mit dem inneren Betriebssystem. Das haben wir jetzt Caretaker OS getauft. Und hier war die erste Anforderung, wir wollen keinen Hypervisor dafür benötigen, also für die Golden Age Image Creation, und so wenig wie möglich Hardware-Ressourcen dafür brauchen, wenn wir das erstellen. Das heißt, hier geht es um ein einheitliches Image ohne Daten vom Kunden wie IP-Adresse, Hostname und so weiter und so fort mit zu fusionieren. Wir haben uns hier für den Disk Image Builder entschieden. Das ist ein Produkt von der OpenStack Community, mit dem man eben für OpenStack fixfertige Image bauen kann von einem Image, was bereits ein Filesystem hat, oder auch eben ein reines Root-Filesystem, was nur ein Archiv ist. Ja? Das heißt, wir verwenden die Ubuntu Cloud Image als Basis. Da gibt es ein Minimal Image, das kann gerade mal ein Network Setup. Und der Disk Image Builder baut dann in einer Root-Umgebung alles die Komponenten hinzu, die wir brauchen. Ja, das ist sind simple Shell-Skripte, die unsere Software und alle weiteren Komponenten, die wir gerne hätten, installiert. Das Ganze funktioniert dann so. Warum brauchen wir keinen Hypervisor? Eben wegen der Change-Root-Umgebung. Und das läuft bei uns in einem Container, und der GitLab Runner holt sich den Job ab, also CI/CD. Und baut das Root-Filesystem. Das wird auf einem Artifact-Storage abgelegt und bleibt dann mal so, wie es ist. Also das ist jetzt wirklich die Basis. Auf was ich hier noch eingehen möchte, ist eben ZFS und Volume und ZFS-Snapshot. Ich greife jetzt ein bisschen vor, ist aber wichtig für die Thematik Image-Based Upgrade, auf die ich später zu sprechen komme. Ja? Und zwar
wir haben jetzt noch kein Filesystem. Wir haben ein reines Archiv, wo das Root, das RootFS abgebildet ist oder sich befindet, drinnen befindet. Und für die Image-Based Upgrades war uns wichtig, dass wir auch inkrementelle Updates ausliefern können. Ja? Also das heißt, wir wollen nicht immer ein komplettes Betriebssystem-Image ausliefern. Bandbreite ist da zum Beispiel ein großes Thema, wenn du Kunden über der ganzen Welt betreust. Und ZFS kann das. Ja? ZFS kann Binary Diffs. Das heißt, wir haben ein ZFS-Volume, wo wir mit einem X4-Filesystem wieder darin, also verschachtelt ZFS, X4, und darin liegt dann das eigentliche Betriebssystem. Und nach jedem Synken, also wir synken, wir bauen ein neues Image und synken, das ist jetzt A, ja, und dann haben wir B und synken A nach B. Und B ist das alte Image und alles, was vom neuen Image dazugekommen ist oder auch weggekommen ist, nimmt AirSync nicht mit. Ja? Also AirSync hat da paar ziemlich coole Parameter, die man für das verwenden kann. Das heißt, wir haben dann in dem X4-Filesystem das neue Image und machen dann einen Snapshot und exportieren das und laden das auch auf unseren Artifact Storage. Und der alte Snapshot und der neue Snapshot, genau da machen wir dann den Diff. Das ist das, der Riesenvorteil an ZFS. Und so haben wir ein Delta-File, die Differenz zwischen dem alten und dem neuen Snapshot, was wir ausliefern können und auf unseren Caretakern später applyen können. Das heißt, wir haben wirklich nur die Änderungen, Updates, was auch immer in diesem Betriebssystem oder beim letzten Bild enthalten war, abgebildet und liefern nicht wieder bereits vorhandene Artifacts aus. Gut. Logischerweise kann man mit diesem Betriebssystem noch nichts anfangen. Ja, hier fehlt die Boot-Partition, Grub ist noch nicht konfiguriert und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man das jetzt verwenden würde, würde gar nichts passieren, außer man hackt in der InitRAM-FS herum, dann wird das Betriebssystem irgendwann booten. Aber das können wir natürlich nicht dem Kunden geben. Ja? Jetzt ist das erste Mal, dass wir gesagt haben, okay, logischerweise brauchen wir einen Hypervisor. Wir müssen irgendwo mal das Ganze jetzt miteinander fusionieren. Und hier haben wir uns für KVM entschieden, ist einfach zu konfigurieren. Wir haben einen Bare Metal Server, der als Build Host dient. Und Packer verwenden wir hier, um eben relativ einfach, sage ich mal, unser Setup schnell herzustellen. Ja, was meine ich damit? Ich habe vorher gesagt, dass wir ein Image in einem Image haben. Und das Ganze schaut jetzt so aus. Wir haben Ansible, das startet und den Packer containerisiert auf dem Bare Metal Server. Ja? Warum? Weil wir auch mehrere VMs gleichzeitig bauen wollen. Dadurch schaffen wir isolierte Umgebungen. Packer darf mit dem Hypervisor sprechen. Und der Bildprozess läuft aber komplett isoliert. Wenn der verstirbt, irgendein Problem auftritt, zieht er die anderen Bildjobs nicht mit hinunter, beziehungsweise ist auch ein Security-Thema, es können hier keine Daten vermischt werden, weil man sieht ja hier, dass wir hier jetzt Config auch deployen. Ja? Und Packer startet eine temporäre Ubuntu-VM, die wir quasi nur dafür nutzen, um unser inneres Betriebssystem, ich versuche das jetzt gleich besser zu erklären, auf eine Disk zu bringen. Das heißt, wir generieren drei Disken. Ja? Eine OS, Daten und Config. Das sind X4, ZFS und FAT32 formatierte Filesysteme, wo wir jetzt mit Ansible dann die richtigen Daten ablegen. Was meine ich damit? In der OS-Disk liegt wieder unser Image, das wir vorher gebaut haben. Also hier haben wir jetzt ein Image in einem Image. Wir liefern nie irgendwas auf Bare Metal aus, das möchte ich dazu sagen. Es geht rein eben um VMs. Das heißt, ja, das Filesystem ist, bezeichne ich jetzt als reines Image, ist ja auch auf jedem Hypervisor nichts anderes, ist ein File, was wachsen kann. Und die Daten eben um auch persistente Daten abzulegen und die Config ist, die VM initialisiert sich komplett beim Kunden. Das heißt, es passiert auch hier kein Start des Betriebssystems. Wir brauchen hier nichts aufräumen, keine Machine-ID wegräumen und so weiter und so fort. Ja. Und Ansible übernimmt den Job. Also sobald Packer gestartet ist vom Haupt-Ansible, startet in Packer wiederum ein Ansible, wenn die temporäre Ubuntu-VM gestartet ist und die drei Disken hier sind, und konfiguriert uns jetzt eben
die Dinge, die wir noch benötigen. Ja? Also wir müssen Grub konfigurieren, von wo soll ich booten? Wir müssen Cloud Init konfigurieren, um ihnen zu sagen, hier liegen deine Daten, ja, beim, für den Initial Boot beim Kunden, um sich aufzusetzen. Und wir importieren das ZFS-Volume und exportieren es wieder auf die Disk. Ich werde hier später erklären, warum wir das so machen. Und zum Schluss stellen wir die VM für verschiedene Hypervisor bereit. Wir bauen es eben in KVM. Wir wollen es aber auch für VMware vSphere, für Hyper-V zum Beispiel bereitstellen und zum Schluss wird das nur mehr konvertiert. Gut, ich habe hier eine Grafik für euch. So, das Ganze schaut jetzt so aus. Hier sehen wir unsere drei Disken. Die SDA-Disk ist unsere Root-Disk, wo wir eben die EFI-Partition haben, FAT32 formatiert. Das macht jetzt eben alles Ansible. Ja? Dann haben wir die Grub-Partition, die wird später unter /boot gemountet. Und die Root-Partition, wo wir jetzt aber kein klassisches File, also kein klassisches Betriebssystem finden. Hier gibt es kein /opt, /irgendwas, sondern hier gibt es einen /host-images-Folder, wo wiederum ein Image liegt, wo das eigentliche Betriebssystem sich befindet. Ja? Der Grub, beziehungsweise der, also besser gesagt der Kernel, Entschuldigung, kann von Loopback-Devices booten. Das heißt, ihr seht das dann später auf einem Foto, wie das ausschaut. Das ist für ihn ein Loopback-Device, den er mountet und dann bootet er erst von Image. Und das hier können wir zu jeder Zeit komplett austauschen. Natürlich stellt sich dann die Frage, wenn wir das austauschen, wo bleiben die Daten? Hier haben wir uns eben dazu entschieden, wir brauchen eine Datenpartition. Das ist jetzt rein ZFS. Hier haben wir alles X4. Das ist jetzt rein ZFS. Hier speichern wir unsere OS-Images, die wir ausliefern und natürlich gewisse Daten, die persistent bleiben müssen. Und zu guter Letzt die Cloud-Init-Partition, wo User-Data, Metadata und Network-Config liegen. Ansible rendert eben die kundenspezifischen Daten hier in das Metadata-File bzw. in das Network-Config-File, deployt die hier und beim ersten Boot wird die VM komplett aufgesetzt. Ja? Hier sieht man das jetzt relativ schön. Also wenn ihr euch jetzt im gebooteten Caretaker befindet, seht ihr hier devsda3, ist jetzt unsere Root-Disk. Ja? Und hier gibt es aber nur /host, das war's. Und unter /host gibt es noch einen Images-Folder, wo das eigentliche Image liegt. Und in diesem Image befinden wir uns aber aktuell. Also zur Laufzeit sind wir jetzt gerade hier drinnen. Ja? Das wächst mit der äußeren Disk. Und lässt sich aber immer komplett austauschen. Das eigentliche Root-File-System wird eben hier gemountet. Das ist ein reiner Loopback-Device. Ja, gut. Wie passiert jetzt ein Upgrade? Also vielleicht noch kurz zur Erklärung. Das Ganze wird jetzt so passieren. Der Kunde kann sich über ein Portal seine Daten eingeben, die VM wird gebaut, also die Fusionierung passiert. Zum Schluss fällt ein Format raus für einen Hypervisor, was der Kunde eben will, nehmen wir mal an OVA. Der Kunde bekommt die VM und deployt diese. Ja, dann bootet die VM und richtet durch Cloud Init alle möglichen Prozesse ein. Und natürlich müssen wir irgendwann mal das Image updaten, um hier Security konform zu bleiben, beziehungsweise Updates nach außen zu bringen. Und das Ganze sieht jetzt so aus, wir haben uns hier für das Pull-Prinzip entschieden. Was meine ich damit? Es ist sehr schwer, VMs, die nicht in unserer Hand liegen, zu sagen, jetzt update dich mit Ansible, weil wir wissen nicht, ist die VM erreichbar, geht in einen Hypervisor nicht, blockt die Firewall was. Und dadurch holen. Passt. Wir können nicht sagen, ob wann die VM für uns zur Verfügung steht. Und dadurch haben wir uns für das Pull-Prinzip entschieden. Das heißt, der Caretaker weiß von selber, er hat gewisse Updates-Fenster und in diesen Fenstern holt er sich das aktuelle Image, die aktuelle Config, die für ihn bereitgestellt wurde und rebootet und updatet sich somit. Das ist natürlich weniger Aufwand für unsere Admins und vereinfacht auch den Prozess, dass eben nicht immer jemand schauen muss, sind jetzt alle up to date, sondern wir können periodisch immer wieder mal nachschauen, passt das? Und das ist dann der Fall. Gut,
Wie funktioniert das Ganze? Das schaut so aus. Es wird von unserem Artifact Storage die Cloud Init gezogen. Das ist ein ganz normales WGET, ja, oder mit CURL. Und das Caretaker Image wird über HTTP heruntergeladen, das ist komprimiert und in den ZFS-Pool, der eben unser Datenpool ist auf der zweiten Partition, importiert. Und danach sofort exportiert. Das hat einen gewissen Grund. Wir haben mit Ubuntu 20.04 gestartet. ZFS war hier relativ neu. Ja. Und es war so, trauen wir uns drüber, das als Root-Filesystem zu verwenden oder nicht? Haben wir uns nicht. Deswegen exportieren wir nochmal das Image und nehmen den ZFS-Layer drunter weg und haben dann eben ein reines X4-Filesystem nur mehr. Und zwar das ein bisschen zu heikel, jetzt zu sagen, okay, wir könnten ja auch rein nur ZFS verwenden. Da haben wir uns eben dagegen entschieden. Vielleicht ändert sich es noch. Nach dem Export von dem Caretaker OS auf die Disk, also das ist, wenn wir jetzt wieder auf die vorige Folie gehen, dann liegt das Image hier. Haben wir einfach ganz simpel, besser gesagt, Grub mit Shell-Skript erweitert, dass er nachschauen gehen soll, liegen dort Images, die haben eine gewisse Versionsnummer und nimm das neueste Image und boote beim nächsten Mal davon. Das heißt, wir sagen Update Grub und wir rebooten die Maschine und das war's. Ja. Cloud Init läuft nochmal durch, weil Cloud-Init erkennt, dass das noch nie gelaufen ist, richtet die VM wieder so ein, mountet unsere persistenten Pfade wieder durch von dem ZFS. Hier übrigens vertrauen wir auf ZFS, ja, weil hier nur Daten liegen, beziehungsweise es ist nicht reines ZFS, es sind Volumes, die X4 formatiert sind, aber drunter lassen wir ZFS zu und der Caretaker ist eingerichtet. Und mit diesem Vorgang ja, können wir das Betriebssystem komplett austauschen. Ja. Also das, was wir brauchen, ist Cloud Init. Da sind wir sehr stark verwurzelt damit. Wenn deine Module das unterstützen, ist es egal, ob du nächstes Mal ein Red Hat deployst, Debian, ist komplett wurscht, wie man so schön sagt, weil wir immer das ganze Betriebssystem austauschen können. Und um eben Bandbreite zu sparen, bietet sich hier ZFS an. Das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum wir es verwendet haben, weil wir inkrementelle Updates importieren können. Die sind dann wirklich nur ein Bruchteil von dem ganzen Betriebssystem, also für ein paar MB. Ja, und dann ist der Update-Prozess fertig und der Caretaker läuft wieder. Gut. Das bringt uns zum Fazit, warum eigentlich das Ganze, warum so kompliziert, warum überhaupt den ganzen Image-Based Upgrade-Prozess. Es ist grundsätzlich eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, das ermöglicht skalierbare Updates und ein wichtiger Punkt ist, dass das Ganze quasi air-gapped oder internetless funktioniert, da der Caretaker eigentlich über die sichere Verbindung zur NTS das Image, dieses Caretaker-OS, herunterladet und importiert, genauso wie die Cloud-Init-Daten, die er braucht. Danach exportiert er das Image und kann rebooten, ohne dass er irgendwelche Packages aus dem Internet laden muss, was ein großer quasi Verbesserung zum Prozess davor war, wo vielleicht ein Ingenieur auf die VM hinaufgeht via SSH oder über Ansible und dann Pakete installiert, die entweder halt gemirrored werden müssen oder aus dem Internet zieht, was dann auch wieder Komplexität beim Kunden bedeutet anhand von Firewall-Freischaltungen. Sprich, alles, was der Caretaker braucht für das Update, kommt in diesem Image mit und es ist sichergestellt, dass dieses Image überall zu jeder Zeit quasi das gleiche ist, sofern es auf der gleichen Version ist. Aber es gibt keine Anpassungen mehr, es gibt keine individuellen also Softwareversionen und Abhängigkeiten, die für den Kunden oder für die Engineers installiert werden, weil es gibt dieses Golden Image, das kommt im Caretaker mit, das wird gestartet und der ganze Operating System Layer ist fix. Es gibt dann darauf natürlich noch Möglichkeiten, das anzupassen. Wir setzen da auf Kubernetes und andere Möglichkeiten, containerisiert Software laufen zu lassen, aber das ist dann quasi ein ganz anderes Thema. Der Punkt vom Caretaker ist quasi, diese Einheitlichkeit zu schaffen und diese Skalierbarkeit,
dass man durch diesen Agenten- oder Agent-basierten Update-Prozess keine Hands-on mehr hat beim Update. Wir veröffentlichen eine neue Version vom Operating System. Das wird bei uns intern hochgeladen auf die Artifact Registry und der Caretaker kann, wenn er online ist, selbstständig entscheiden, ob er das jetzt updatet und wenn er online ist. Und das ermöglicht uns quasi, die Zeit anders zu verbringen und Weiterentwicklungen zu machen. Und wir müssen unsere Ressourcen nicht mehr dafür einsetzen, händisch Updates auszuspielen oder dann Troubleshooting zu machen. Und einer der Riesenvorteile, ich habe eben vorher erwähnt, wir könnten das Betriebssystem auch tauschen. Wollen wir jetzt zwar nicht, aber der Vorteil ist, End of Life war ein Riesenthema bei uns. Du hast immer den Kunden gebraucht. Und es ist halt eben schwierig, dann immer zu argumentieren, wir müssen das aber machen, weil wir bekommen dann keine Updates mehr. So merkt es keiner. Also du kannst von Ubuntu 20.04 auf 22.04 oder auch von 20.04 auf 24.04 hüpfen, es ist komplett egal. Du tauschst das Image drunter aus und das war's. Ja. Ein limitierender Faktor ist natürlich, du kannst die Hypervisor-Ressourcen logischerweise nicht verändern. Also wenn die vor allem stärker werden muss, brauchst du schon den Kunden. Aber das, ja, das kann man vorher gut skalieren, dass man die richtig ausliefert. Ja. Genau, das bringt uns schon zum Ende unseres Vortrags. Wir hoffen, ihr habt gut folgen können. Gibt es irgendwelche Fragen? Ja, bitte. Also es kommt ein Mikro. Bitte warten, es kommt ein Funkmikro. Meine Frage wäre, ob tatsächlich schon mal bei so einem Update-Prozess was kaputt gegangen ist und wenn was kaputt geht, wie das dann behoben wird. Oh ja, natürlich. Ich glaube, wir haben am Anfang immer wieder Probleme gehabt, unter anderem mit Netzwerkkonfigurationen, mit BERT für BGP etc. Es gibt natürlich bei so einem System je nach Komplexität auch entsprechend viele kleine Teile, die kaputt gehen können und die interagieren müssen, damit das ganze System funktioniert. In unserem Fall hat es quasi dazu geführt, dass wir iterativ immer mehr Möglichkeiten uns eingebaut haben, Troubleshooting machen zu können. Wir können quasi auch, wenn die VM beim Kunden startet, sofern sie bootet, über einen zweiten Caretaker und eine interne Verbindung nur beim Kunden zwischen diesen Caretakern dann quasi und da Troubleshooting betreiben? Ja, genau. Also es ist so, es gibt kein Setup, wo nicht mindestens zwei Caretaker sind. Dadurch tun wir uns ja leichter. Die haben ja auch eine gewisse Aufgabe im Kunden. Das heißt, wir wollen ja ausfallsicher sein, weil wenn wir patchen, müssen wir rebooten. Das heißt, die Services sind kurz nicht da. Das hat uns bis jetzt aber, also eben diese, dass wir hier herumhüpfen können, sage ich mal, das hat bis jetzt immer gut funktioniert. Der Grub erkennt auch selber, wenn das Image gar nicht bootbar ist, hüpft er von selbst auf die vorige Version zurück und bootet dann wieder. Also so wirken wir Fehlern entgegen. Das hat sich bis jetzt bewährt, ja. Bitte. Wie schaut es aus, wenn der Kunde ja irgendwelche Monitoring-Software oder Security-Software auf diesen Boxen verwenden will, sei es aus Policy-Gründen oder was auch immer, und diese nicht, sage ich mal, im Layer drüber in einem Kubernetes-Pod oder was auch immer laufen können? Wir sehen das als Appliance. Also prinzipiell, wenn du, keine Ahnung, irgendein fertiges Produkt heutzutage kriegst und eine Appliance, kannst du das auch nicht installieren. Also der Kunde hat auf die Layer keinen Zugriff. Ja. Es kann natürlich sein, dass sich die Firma dazu entscheidet, dass man was installiert, aber es muss auf der Kubernetes-Ebene passieren. Also die Trennung ist hier ganz stark, dass alles, was drüber läuft, was eine Applikation ist, nicht mehr im Betriebssystem liegt, damit wir eben hier freier sind, Sachen auszutauschen und nicht diese Abhängigkeiten haben. Es sei vielleicht noch dazu gesagt, dass der Caretaker grundsätzlich auch als eins von vielen Services, die er bringt, das Managed Monitoring der NTS macht, sprich, es ist natürlich immer die Frage, wer monitort den Monitor, aber es ist eben quasi das Monitoring-Thema per se ist der Caretaker schon auch selber, der sich auch selber monitort.
Der Monitor monitort sich natürlich. Habt ihr bei eurer Recherche Network Boot angeschaut? Weil das wäre ja ein bisschen flexibler, als da jeweils diese Images einzuspielen, oder? Muss mir jetzt kurz abholen, was meinst du ganz genau? Ja, es gibt ja Mechanismen, wo du den Boot-Prozess auf ein Netzwerk auslagerst. Das heißt, der kriegt dann über DHCP. Also PXE quasi. Ja, PXE, ja. Ist in dem Fall nicht anwendbar, weil das einfach wirklich verteilt auf der Welt läuft. Also wir wissen nicht, haben wir DHCP beim Kunden. Wir müssen auch alles über WireGuard machen. Also nur so können wir überhaupt. Deswegen ist es prinzipiell auch AirGapped, ja, es ist internetless. Wir brauchen die eine Verbindung zu uns, damit das mit WireGuard funktioniert, aber alles andere passiert über diese VPN-Verbindung. Und so dadurch war das eigentlich kein Thema. Ne? Ihr könnt jetzt ja über die interne virtuelle Maschine das Netzwerk dort booten. Ne? Also nicht beim Kunden im DHCP-Netzwerk booten, sondern bei euch selbst, beim Hypervisor. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich meine, wir sind schon ein bisschen in die Richtung gegangen, aber wir haben uns dann doch für die Variante entschieden, weil sie einfach, ja, hat einfach passt. Also wir haben einfach ein gutes Gefühl dabei gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, danke. Ja. Weitere Fragen, Kommentare, Wünsche? Ah, Entschuldigung. Habt ihr euch auch angeschaut, was wegen Kernel-Live-Batching, dass man eben gar nicht rebooten muss, wenn man absolute 100% Uptime braucht? Gibt es eine Variation dazu? Wir haben am Anfang die Idee war nicht sofort da. Ja. Es ist wirklich so, dass wir uns auch andere Betriebssysteme angeschaut haben. SUSE, MicroOS, Ubuntu, Ubuntu Core. Das war nur leider uns ein bisschen zu Snap-lastig, sage ich mal. Sind aber dann zum Schluss, ja, also ja, haben wir uns, aber es war dann immer so, dass AD-Betriebssysteme irgendwo, laut Hersteller zumindest, das war das damals so, ja, ein Ablaufdatum haben, wo man sagen muss, jetzt muss die VM tauschen. Und die Anforderung war bei uns wirklich, es soll nie mehr, im besten Fall nie mehr tauscht werden. Also es soll immer wieder intern austauschbar bleiben. Und den Zyklus können wir jetzt gehen. Ja. Also wir können von, ja, solange sich nichts ganz, keine Ahnung, Grobes ändert, immer das komplette Betriebssystem austauschen. Gibt es weitere Fragen, Kommentare? Bitte warten aufs Mikro. Ganz kurz aufs Mikro dann. Ist es möglich, dass Sie da ein Beispiel geben für so eine Appliance, was die für Aufgaben hat? Also prinzipiell ist sie eben da, um NTS verkauft Managed Services bzw. Managed Monitor. Das heißt, die VM betreibt Monitoring-Aktivitäten im Kundennetz. Das heißt, da werden Checks ausgeführt, die Kundenhardware monitoren und bei uns ausgewertet werden und der Kunde eben alarmiert wird bzw. von uns Leute alarmiert werden, die dann Sachen, keine Ahnung, einen Switch austauschen und so weiter. Genau, bzw. auch für als Troubleshooting, genau, als Jump-Host, damit man ins Kundennetzwerk kommt. Das ist eigentlich so die Hauptaufgabe von der VM. Noch weitere Fragen? Wir haben noch Zeit. Ja. Ich habe das System jetzt richtig verstanden, aber habt ihr jetzt eigentlich das Problem, dass Systeme schon keinen Long-Term-Support mehr gehabt haben und ihr die erneuern habt müssen, aber zum Kunden keinen Zugriff gehabt habt, jetzt nicht einfach nur verschoben auf den Caretaker, weil wenn jetzt beim Kunden ihr keinen Zugriff habt, dass er sich neue Versionen holt, dass dann der Caretaker beim Kunden veraltet. Ist das ein Problem oder habe ich da was falsch verstanden? Also das war das Problem, wir haben es aber damit behoben. Also natürlich, wenn der Caretaker gar keinen Netzwerkzugriff mehr hat, dann kann der Caretaker aber seine Aufgabe, die ich eben gerade vorher erklärt habe, das Monitoring nicht mehr erfüllen. Das heißt, es besteht ein Problem, das behoben werden muss. Ja. Aber das, um auf die Frage zurückzukommen, ist,
Caretaker muss eine Verbindung zu uns haben und das passiert durch WireGuard. Das heißt, er kann sich die Images immer ziehen und er kann aber das ganze Betriebssystem, das innere Image, noch einmal austauschen. Und das haben wir früher nicht können. Früher war das ein Disk, ein X4 formatierter Disk, da drinnen ist der MDF-SDA 2, 3 und in 3 liegt der Root-System, da laufen die Monitoring-Services drinnen und das war's. Und dann kommt eben, keine Ahnung, Ubuntu 18.04 EOL und was tust du jetzt? Du kannst nur die ganze VM austauschen. Und jetzt tauschen wir aber nur das innere Image der VM aus, der Rest bleibt. Und damit beheben wir das eben, dass wir da keinen Kundenkontakt mehr brauchen. Ja. Sollte natürlich irgendwie die Disken generell wachsen müssen oder wir mehr Speicher brauchen, gut, das geht nicht anders. Entweder du kriegst Hypervisor-Zugriff und automatisierst es oder du, lieferst eine neue, komplett neue Version aus, wo du Kundeninteraktion brauchst. Aber für das Austauschen von Betriebssystem, von Updates, von Workloads brauchen wir generell kein Kunden mehr jetzt, weil der Caretaker immer zu uns sprechen kann. Ich hätte vielleicht noch eine Frage, weil ihr vorhin gesagt habt, der Caretaker entscheidet selber, wann er updatet, beziehungsweise hat da einen Mechanismus, nachdem er sich die Updates holt. Wie geht es ihr mit solchen Fällen um, wie zum Beispiel mit der XZ-Backdoor letzte Woche, wo man sehr security-relevante Updates hat, die man am besten gestern schon eingespielt hätte? Gibt es da irgendwie von eurer Seite noch die Möglichkeit, dass man sagen, okay, mir ist jetzt die Downtime vom System relativ egal, beziehungsweise wir nehmen das jetzt in Kauf, dass das System für eine halbe Stunde offline geht, um dann eben potenziell Sicherheitsupdates einzuspielen, um da Kundendaten oder Kundeninfrastruktur zu schützen? Genau, ja. Also wir kennen das sehr, wir kennen das natürlich auch selbst wollen, wann der Caretaker die Updates holt. Ja. Er hat das Pool-Prinzip, aber prinzipiell schaut das so aus, dass das eine Queue ist, wo wir Jobs einqueuen und entweder macht es das System von selbst, dass es die Jobs einqueuen. Der Caretaker wird sowieso immer wieder pollen. Also der schaut immer wieder nach und wenn das Queuing-System weiß, jetzt ist die Zeit, dass ich normale Updates einspüle, spült er die ein und der Caretaker zieht es. Das heißt, wenn wir jetzt hergehen und sagen, oh, Security, wichtiger Security-Release, nice Image bauen, gewisse Tests drüber laufen lassen und ausrollen. Und dann kann sich der Caretaker das immer holen. Und da wir immer mehrere Caretaker ausgeliefert haben, haben wir eigentlich die Downtime gar nicht, weil wir die sowieso dann natürlich logischerweise nach der Reihe updaten, um auch dem entgegenzuwirken. Sollte man mal Ausfälle haben, kann man das nur immer stoppen. Ja. Aber da, das geht wirklich sehr schnell. Also da kann man sehr schnell reagieren, ja. Gibt es noch Fragen? Okay, wenn nicht, danke für den interessanten Vortrag. Es geht um 13 Uhr weiter in allen drei Hörsälen. Danke sehr.